Ich komme erst eigentlich richtig in den kreativen Prozess rein, wenn es wirklich um mich herum so eine Ruhe gibt. Wenn man ein Instrument fertig hat, schon toll, wenn jemand dann das spielt und auch eben sein Leben lang spielt, im besten Fall. Das ist schon was, das einem nahe geht. Mein Name ist Antonia Meyer, ich bin Geigenbauerin. Ich baue neue Geigen, Bratschen und Celli und habe jetzt hier seit 6 Jahren meine Werkstatt in Augsburg. Zum Großteil ist es eine Arbeit, wo man wirklich eine ruhige Hand braucht. Also man muss sich einfach eine Zeit lang mit einer Sache beschäftigen, ohne dass man gleich die nächste machen will. Das Holz kaufe ich bei Tonholzhändlern. Das sind also Holzhändler, die haben sich speziell auf Geigenhölzer spezialisiert. Die Decke ist aus dem Fichtenholz und der Boden aus Ahorn und das Griffbrett ist aus Ebenholz. Ich spiele schon seit ich in der Schule bin Cello. Dann bin ich mit meinen Eltern von Geigenbauer zu Geigenbauer gewandert. Das hat mich gleich begeistert. Irgendwann ging es dann darum, was mache ich? Ich will was mit den Händen machen und ich will vielleicht sogar was mit Musik machen. Und dann war es natürlich eine schöne Verknüpfung. Also ich mag es schon sehr gern, wenn es um mich ordentlich ist und eine schöne Atmosphäre hat. Das ist schon wichtig. Im Geigenbau ist es eigentlich total schön, dass man sich ein bisschen auch zurückziehen kann und an seinem Stück arbeiten kann in Ruhe. Und dann, wenn man es präsentiert, ist es eigentlich schon gemacht, die Arbeit. Das ist sehr angenehm. Ich arbeite immer an einem Instrument. Für eine Geige brauche ich ungefähr 300 Stunden und für ein Cello doppelt so lang. Dass meine Vorfahren auch Geigenbauer sind, sogar bis ins 16. Jahrhundert. Das habe ich erst bemerkt, nachdem ich mich schon für den Beruf entschieden habe. Das war ein tolles Gefühl, dass da vielleicht sogar schon ein bisschen was in den Genen mit drin steckt. Ich würde nie den Geigenbau aufhören. Ich bin immer offen irgendwie noch auch für viele andere Dinge, aber ganz den Geigenbau aufhören würde ich nie.